Ich finde Ihre Selbstbeweihräucherung, Herr Minister, schon etwas peinlich. Heute schon wieder. So eine schwarze Null fällt einem nicht in den Schoß. Lobt sich der Finanzminister heute mal wieder selber. Das muss er auch, denn es tut ja sonst niemand anderes. Herr Liedenkemper, Sie haben Unrecht. Ja, ich behaupte mal, und das ist auch belegbar, so eine schwarze Null fällt einem eben doch in den Schoß. Wenn Sie das tun, von 40 Millionen Ansatz 2017 auf 20 Millionen Ansatz 2019 zu reduzieren, dann ist das Sozialticket gestorben. Und dann braucht man auch keinen Alibi-Betrag mehr im Haushalt. Dann sagen Sie es den Menschen ehrlich und sagen, unser Mobilitätsanspruch, ja, oder der Satz aus dem Koalitionsvertrag, wir werden die Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs in der Stadt und auf dem Land erhöhen. Dann sagen Sie es ganz ehrlich und ergänzen das. Das gilt ausdrücklich nicht für die Armen und Bedürftigen in unserer Gesellschaft. Die soziale Beratung von Flüchtlingen wird von 42 Millionen Euro um 17 Millionen Euro gekürzt. Da werden Traumatisierte beraten, da werden Opfer von Folter beraten. Und wissen Sie, was Sie mit dieser 40-prozentigen Kürzung hier eigentlich für einen Scherbenhaufen anrichten? Das wird ja auf dem Rücken der Schwächsten in unserer Gesellschaft Haushaltskonsolidierung betrieben. Das mit dieser merkwürdigen Panikmache von da gehen die Lichter aus, Dunkelflauten, ja, und dann gibt es keinen Strom mehr aus der Steckdose. Oder, Herr Laschet, dann müssen wir den bösen Atomstrom aus Frankreich oder Kohlestrom aus Polen kaufen, wenn wir aus der Kohle aussteigen. Da sind Sie im Grunde wirklich, Sie sind wirklich der Einzige, der das noch behauptet, Herr Laschet, wirklich noch der Einzige. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob Sie das wirklich selber noch glauben, und ich weiß auch nicht, was schlimmer, ich weiß auch nicht, ob was schlimmer ist, ob Sie das hier wirklich selber glauben oder ob Sie wissentlich hier die Menschen für dumm verkaufen. Alle wissen, die Braunkohlekraftwerke laufen nur noch für den Stromexport und werden eigentlich künstlich am Leben erhalten. Sagen Sie das den Menschen, nein, sagen Sie das den Menschen mal ehrlich, dass diese Politik, insbesondere bei den Verhandlungen in Berlin, die Sie hier vertreten, eben nicht, dass Sie diese Politik nicht für die vorgegebene Versorgungssicherheit der Bevölkerung machen. Nein, das machen Sie einzig und allein für die Gewinnmargen im Exportgeschäft von RWE und Co. Ihre mehr von der angeblich rot-grünen Braunkohleausstieg 2045. Jetzt kommt der Faktencheck. Erstens, die Leitentscheidung für diesen Abbau stammen aus dem Jahr 1987 und 1991. Herr Laschet, schön wäre es, aber damals waren wir noch nicht an der Regierung. Zweitens, als wir dann mitregiert haben, haben wir das eben nicht bestätigt, sondern wir haben das geändert. Und das wissen Sie auch ganz genau. Mit einer neuen Leitentscheidung haben wir hier nämlich nachträglich das Abbaugebiet verkleinert. Und 300 Millionen, es war eine Änderung dieser Politik. 300 Millionen Tonnen Braunkohle bleiben in der Erde. 1400 Menschen müssen nicht umgesiedelt werden. Und die PKW-Maut, Herr Laschet, was haben Sie sich darüber aufgeregt? Sie ist auch völliger Murks, totaler Murks. Offenbar ist auch das nicht mehr Ihre Agenda. In Ihrem wunderbaren Papier, was ja dann, wie gesagt, was ja irgendwie in der Straßenbahn liegen geblieben ist und man finden konnte, was Sie in Berlin da jetzt vortragen, gehört die PKW-Maut da nicht mehr zu. Denn irgendwie der Verkehrsminister sagt, irgendwie können wir das Geld ja doch ganz gut gebrauchen. Was Sie uns vorgehalten haben, ist eben kein Gestaltungsplan. Ich erkenne hier nicht den Gestaltungsanspruch. Hier wird keine Vision von NRW in den nächsten Jahren formuliert. Und angesichts der gewaltigen Herausforderungen, denen sich Politik stellen muss, verkommt das von Ihnen proklamierte Maß und Mitte Mutlosigkeit, Rückschritt und Modernisierungsverweigerung.